Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Wir sind jetzt schon wieder am Zmörgeln bei der Elisabeth da und wollen mal schauen, was es da gibt. Super Früchtenteller mit irgendeinem Saft, wo wir nicht genau wissen, was drin ist. Nachher gibt es noch Eier und da gibt es noch Brot und da gibt es ganz einen Haufen Sachen. Also da haben wir sicherlich genug. Und eben mit dieser schönen Aussicht hier über Havanna lässt sich es gerade doppelt schmecken. So, wir sind jetzt hier in diesem Supermarkt und wollen mal schauen, was es da gibt. Kaffeemilch von Deutschland und das ist eigentlich alles da, ist auch wieder mit Milch angeschrieben und die Regale da, das ist alles relativ leer, aber Wasser sucht man da vergebens, weil da hat es im ganzen Supermarkt hat's kein Wasser. Tonnenweise Bier und anderes Zeug, aber kein Wasser. Das ist noch ein bisschen speziell, aber ja, so ist es halt. So, wir sind jetzt wieder zurück im Apartment und mein liebe Mameli hat mir noch ein Geschenk mitgenommen aus der Schweiz. Und auf das freue ich mich extrem. Schauen mal, was ich da bekommen habe. Käse. Richtiger Käse von der Schweiz. Ganzen Haufen. Ich freue mich so. Und natürlich auch Servilla aus der Migros. Jetzt nehme ich einen Stock Käse. Das habe ich richtig vermisst. So gut. Ihr könnt euch glücklich schätzen, habt ihr so guten Käse in der Schweiz. So, wir sind jetzt im Museo de la Revolution, also das Revolutionsmuseum. Und es empfiehlt sich auf jeden Fall, bevor ihr auf Kuba kommt, euch mal ein bisschen Gedanken oder ein paar Filme auf YouTube zum Beispiel reinzuziehen über die ganze Geschichte. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Also wenn ihr da ins Museum kommt, dann lohnt es sich, die lokale Währung zu besorgen. Ihr wisst ja, Kuba hat zwei Währungen. Und der Preis ist jetzt da, ihr seht es vielleicht. Also 8 CUC, was etwa 8 Franken ist und 8, der gleiche Preis, also 8 die einheimische Währung, also die kubanische Pesos, glaube ich, was eigentlich geteilt durch etwa 24 ist. Also 8 geteilt durch 24 zahlst, wenn du die einheimische Währung hättest, die wir natürlich nicht hatten, und 8 Franken zahlst du, wenn du die nicht hast. Also es lohnt sich zuerst, das zu wechseln. Eventuell zählt das Ganze aber auch nur für Einheimische. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das umzuwechseln, nicht nur da. Aber das müssten wir jetzt dann auch mal machen, gell Mami? Ja, genau. Haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ja. Die ganze Geschichte von Kuba ist wirklich sehr, sehr interessant, aber ich erzähle jetzt das nicht. Es geht einfach zu lang, aber auf jeden Fall, Kuba ist sehr, sehr lang sehr, sehr lang abhängig gewesen, zuerst von Spanien, nachher von Amerika und der Fidel Castro hat dann nachher die Revolution. Also hat das eigentlich befreit von der Abhängigkeit von irgendeinem Land, also respektive von den Amerikanern. Und seitdem sind sie grundsätzlich unabhängig. Und das haben wir jetzt in dem Museum dann auch anschauen können. Und sehr, sehr spannend. Also eben Che Guevara, Camilo, Cienfuegos und Fidel Castro sind dann auch, also die Anführer gewesen von der Revolution. Und die Namen müsst ihr sicher kennen, wenn ihr hier auf Kuba kommt. Aber am besten schaut ihr mal. Ich habe glaube ich so eine 7-teilige Serie auf YouTube gefunden, wo ihr einfach die ganze Historie reinpfeifen könnt. Das ist sicherlich gut, bevor ihr hierher kommt. Dann habt ihr wirklich mal einen anderen Blickwinkel auf das Land. Und es macht es dann auch spannender, hier rumzureisen. Da sind wir jetzt von einer der unzähligen José Martí. Statue oder Denkmal hier in dieser Stadt. Und der José Martí war eigentlich der Vorreiter von Fidel Castro. Der hat eigentlich die Revolution eigentlich schon vorher wollen, herbeiführen, ist er aber gescheitert und im Gefecht gestorben. Despacito,
vas a tu zona de peligro. Hasta provocar tus gritos. Yo olvidé tu apellido. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo que invitándolo. A mí te están dichándolo. Sabes que tu corazón conmigo está hace. Sabes que esa bebé está buscando de mi canta. Prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero que no me escuches, amor, a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Pensamos lento después, cama. Pasito a pasito, sabe, sabecito. Lo vamos creando poquito a poquito. So, wir sind jetzt wieder zurück. Mittagssonne wollen wir jetzt ein bisschen vermeiden. Wir haben daraus gelernt. Jetzt haben wir hier ein kaltes Blättchen. Fällt eigentlich nur noch das Kaffee zwetschgen. Aber ich bin schon mit dem sehr, sehr zufrieden. Es ist richtig geil, wieder mal etwas Schweizerisch zu essen. So, jetzt gehen wir mit so einem alten Ami-Schlitten fahren. Jetzt wollen wir uns dann noch guten aussuchen. Und danach, ja. Freust du dich? Ja. Sehr lustig. Also wir haben jetzt unser Baby ausgesucht. Der wird sein. Und jetzt hier unser Driver, der Ajay. Ajay, hi. Ajay. How are you? Good. So, jetzt geht's los. So, war es gute Wahl? Mega, super. Einfach Farbpink wäre noch besser gewesen. Aber jetzt haben wir halt den roten. Ja, das ist auch gut. Aber passt da zu meinem Fly. Genau, rot ist gut. Mami, wo ist die Hut? Ja, oh, scheiße, weg! Weg ist er! Gracias! Gracias! Ich muss einfach so. Du musst ein bisschen schauen, hä? Ist gut, ja. So, what kind of car is it? Is it the Zorro 1959? This car is the best Zorro in Havana. Because only two. Alright, cool. You got it? Yeah, sure. Richtig gut gewesen. Der Typ hat es richtig gut gemacht. Ja, sehr. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir Caipirinha trinken. Caipirinha. Cuba Libre. Cuba Libre. Cuba Libre gibt es jetzt, gell? Hola, hola. Hey. Hi, guys. Das war unser Driver hier. Und ja, jetzt gehen wir hier etwas trinken. So, wir sind jetzt unterwegs in die Burg über, auf der anderen Seite vom Meer. Und hier gibt es so eine Show, etwa 2 Stunden geht das los. Und jetzt sind wir hier mit einem Taxi, 1938er Jahrgang, glaube ich. Guten Morgen, Osmobil.
Osmoville ist Amerikaner. Osmoville, Osmoville. 1938 Jahrgang, richtig geil. Osmoville ist la tercera marca en producir en masa del, con más antigüedad. Ah. Primero, Daimler, que es Mercedes. Ajá. Segundo, Peugeot. Y tercero, Osmoville. Osmoville. Okay. Creo que data de 1887. Mit diesem geilen alten Schlitten sind wir jetzt drüber gefahren. Von hier haben wir eine Wahnsinnsaussicht über ganz Havanna. Und das gehen wir jetzt schnell anschauen, bevor dann in einer Stunde oder so die Show anfängt. So, die Show ist jetzt schon durch. Das ist etwa eine Viertelstunde gegangen oder so. Die haben einfach eine Kanone mit Schiesspulver gefüllt und nachher hat es einen verdammten Huren Knall gegeben. Das habt ihr vielleicht jetzt gesehen auf dem Video. Ich bin ein bisschen verschrocken. Ja, und jetzt gehen wir wieder etwas gut trinken, denke ich noch, oder? Ja, sicher. Gehen wir noch nicht heim. Genau. Nein, noch lange nicht heim. Ja, hallo zusammen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Es ist eigentlich schon Abend. Heute habe ich mal nicht so viel gefilmt, weil ich hast eh schon genug hatte. Und heute haben wir eigentlich so einen relaxten Tag gemacht. Aber jetzt, was machen wir jetzt, Mami? Jetzt gehen wir Salsa-Kurs. Genau, jetzt gehen wir Salsa tanzen. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ob ich mich da einigermaßen schlau anstelle. Sie kann ja schon tanzen. Darum kann ich mich eigentlich nur blamieren, aber kommt schon gut. Hey! So, Mami, wie war es? Sehr gut eigentlich. Tolle Tänzer gehabt. Hat ja. Viel beigebracht. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch viel gelernt. Es hat richtig viel Spass machen. Was ich am Anfang eigentlich noch gar nicht so erwartet habe. Ich dachte, das ist einfach so ein bisschen Basics-Zeug. Aber ich habe mich gefühlt, das Kind ich schon ein bisschen tanzen am Schluss. Also von dem her richtig cool gewesen. Und jetzt gehen wir etwas essen, weil nachher haben wir noch eine Show reserviert, wo wir dann heute Abend gehen, schauen. Wir wissen auch noch nicht genau, was dort uns wieder erwarten. Aber ja, das werden wir dann nachher sehen. Aber jetzt gehen wir zuerst mal etwas futtern, weil das Tanz hat schon ein Hunger gemacht und Durst. Ja. So, wir sind jetzt hier in einem sehr formidablen Restaurant am Malecón. Da sehen wir gerade raus. Und ich habe eine Art Cordon Bleu, eine Art Fisch-Cordon Bleu, also ein Fischfilet mit Käse und Schinken gefüllt. Und dann jetzt ein Strogano. Thank you.
So, die Show ist jetzt fertig und das war jetzt mal richtig cool gewesen. Wie hat es dir gefallen? Super gut, mein Jahrgang war dabei gewesen. Genau, es sind relativ jetzt darf ich nicht falsch sagen. Ja, wir sind noch gut zu weg gewesen, hä? Sagen wir es so. Nein, es war wirklich cool gewesen, hat sich also gelohnt. Drei Drinks waren auch noch inklusive gewesen, das war auch noch cool gewesen. Und jetzt hauen wir es zurück. Morgen müssen wir früh auf, weil morgen gehen wir wieder weiter. Wir verlassen Havanna in die nächste Stadt. Und ja, darum beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und alles, was dazugehört. Bis dann. Ciao, ciao. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Venga que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.